Die Inflation ist transitory, 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 transitory. Die Fed hat dieses Mantra einer vorübergehenden Inflation so lange wiederholt, dass es sich in die Hirne der Investoren hineingeprügelt hat geradezu. Man glaubt es jetzt, ja, diese Inflation ist transitory, transitory, alles klar. Ihr habt ja recht, deswegen müssen wir uns keine Sorgen machen. Deswegen wird die Fed es nicht allzu eilig haben, aus der ultralaxen Geldpolitik auszusteigen. Und schon gar nicht wird sie es eilig haben, die Zinsen anzuheben. Das ist das Szenario, das zugrunde liegende Szenario dieser Rallye, könnte man sagen. Dieser Rallye an den Aktienmärkten. Goldilocks, wunderbare Wirtschaft. Auf der einen Seite starke Unternehmensergebnisse, auf der anderen Seite und Notenbanken, die weiter genauso auf dem Gaspedal bleiben wie bisher. Aber dieses Mantra einer Transitory Inflation, das hat heute einen kleinen Kratzer bekommen. Oder mehrere Kratzer, zwei genauer gesagt. Das wollen wir uns mal anschauen. Zunächst der erste Kratzer durch den ISM-Index Gewerbe, der ein Ticken schwächer ausgefallen ist als erwartet. Aber mit einem Stand von 60, immer noch relativ robust, aber vor allem die Preise 92,1. Und hier sehen wir mal in dieser Grafik den Unterschied zwischen der Preisentwicklung beim ISM-Index Gewerbe und eben dem Indexstand beim ISM. Das klafft doch ziemlich auseinander. Jetzt könnte man sagen, müssen die Preise vielleicht runter, aber das zeichnet sich noch nicht wirklich ab, denn wir sehen jetzt hier die höchsten Preise seit dem Jahr 1979, also dieser Inflationszeit im Gefolge der Ölkrise. Und Julian Bridgen schreibt hier, es sieht so aus, als wären die Firmen, die Leute nicht gerade zimperlich dabei, die Preise anzuheben. Und vor allem zeigt sich, dass die Leute bereit sind, diese Preise auch zu bezahlen. Die Konsumenten, die Firmen. Und wir sehen, das ist eben der höchste Stand seit 1979, zu einer Zeit, als damals noch Paul Volcker dann Fed-Chef war, als er dann ins Amt gekommen ist. Ja, und jetzt müsste man eigentlich aus diesen Daten schlussfolgern, dass wir bald bei einer CPI, bei einem Verbraucherpreisindex bei 6% sind. Schauen wir mal, ob es so weit kommt. Aber das war schon eine ziemliche Hausnummer heute, die Daten. Und da hat sich Lisa Insonders mal die Mühe gemacht und hat geguckt, ja, wenn jetzt die Preise so hoch sind, nämlich über 90, dann schauen wir uns mal an, wie der S&P 500 performt. Und siehe da, je höher die Preise sind, also je höher die bezahlten Preise des ISM-Index sind, umso schlechter die Performance des S&P 500 in den nächsten 6 Monaten. Die waren nämlich durchschnittlich, wenn die Preise über 90 sind, bei minus 1,5%. Und deutlich positiv waren sie, wenn eben die bezahlten Preise sehr niedrig sind. Warum? Weil wahrscheinlich die Margen dann besser sind. Jetzt sind die Margen schlecht, weil wahrscheinlich eben die meisten Firmen diese gestiegenen Kosten noch nicht so richtig weitergeben können. Ich hatte heute Morgen eine Statistik gezeigt, respektive die Aussagen des IFO-Instituts aus Deutschland gezeigt, wonach 92% aller Industrieunternehmen höhere Kosten haben durch Materialien. Also das ist nicht nur etwas, was in den USA der Fall ist, sondern das scheint überall zu sein. Und Margen, das wird das ganz große Thema, vielleicht schon beginnend jetzt mit der Berichtssaison, die ja dann in knapp 2 Wochen anfangen wird. Und neue Berichte hier zum Beispiel vom Wall Street Journal. Hier sagt man, ja okay, viele Firmen versuchen jetzt erstmal so Einmalprämien, Einmalbonus zu bezahlen, damit die Leute überhaupt anfangen hier zu arbeiten. Aber das könnte sein, dass das nicht genug ist und dass man dann eben die Löhne anheben muss, um Arbeitnehmer anzuziehen. Und wir sehen eben jetzt als zweiten Punkt noch in Sachen Inflation, steigende Löhne wären ja ziemlich inflationär. Das wäre das fehlende Puzzleteil, nachdem ja die Rohstoffpreise so stark gestiegen sind. Heute war Crude Oil, das amerikanische Öl, schon über der Marke von 76 Dollar. OPEC verhandelt derzeit, OPEC Plus. Und das könnte bedeuten, dass die Amerikaner bald noch höhere Benzinpreise bezahlen müssen. Derzeit nähert sich das der 4 Dollar Marke pro Gallone, könnte dann raufgehen auf 5 bis 6 Dollar in der sogenannten Driving Season, also wenn die Amerikaner dann viel fahren. Und was eben noch dazu kommt, dass jetzt immer mehr Firmen aus den USA, aber auch sicherlich in Europa, beginnen die Preise anzuheben, und zwar aus dem Bereich Consumer Staples, also diese Dinge, die man täglich braucht, irgendwie diese Alltagsgegenstände. Hier haben 18 von 26 Firmen
die in diesem Sektor S&P 500 Consumer Staples sind, haben gesagt, wir haben unsere Produkte unsere Preise angehoben oder wir werden die Preise anheben. Und hier sagt Michael Guyatt, na, das sieht manches so aus, als wäre das vielleicht gar nicht so transitory. Und der General Mills schlägt genau in diese Kerbe, dieser große Nahrungsmittelkonzern aus den USA. Die haben gesagt, also wir haben praktisch in allen Bereichen unserer Segmente die Preise angehoben, und zwar weltweit. Wir haben teure Ingredients, also praktisch Zutaten, die wir hier verwenden. Packaging ist teurer, also die Verpackungen sind teurer. Trucking ist teurer, also Transport. Und Arbeit ist teurer. Man hat also 7% höhere Kosten über das nächste Jahr gesehen. Ist das transitory? Eher nicht. Das ist eben genau der Punkt. Ich hatte heute Morgen ja eine Zuschrift mal erwähnt, wo jemand sagt, also hier im Bausektor, in diesen Sektoren, da werden massiv die Preise angehoben. Immer mehr Leute schreiben mir, und das finde ich super, das finde ich eine super Information, die mir sehr weiterhilft, weil es so Aspekte des Lebens, des ökonomischen Lebens eben wirklich auf den Punkt bringt, wo sie sagen, bei mir ist es so und so, in meiner Branche ist das und das. Und da ist keiner, der sagt, also bei mir fallen die Preise, sondern das Gegenteil ist der Fall. Ist das transitory? Diese Frage wird so schnell nicht beantwortet werden können, aber manches deutet darauf hin, dass wir eben dann mit Verzögerung diese gestiegenen Preise eben dann auch in den Verbraucherpreisen sehen werden. Also wenn die Unternehmen höhere Kosten haben, dann schlägt sich das irgendwann nieder in den Verbraucherpreisen, nämlich mit einem Abstand von 4 Monaten. Das ist genau der Punkt, das ist die Durchschnittszahl. Die Unternehmen brauchen ein bisschen, um das zu verarbeiten, und geben das dann im nächsten Schritt eben an die Konsumenten weiter. Das heißt, das, was wir heute beim ISM gesehen haben, diese Zahl von 92,1, die dürfte dann wahrscheinlich in den Preisen im November dann wirklich sich manifestieren. Das würde bedeuten, dass wir mindestens bis zum Ende des Jahres einen erhöhten Preisdruck sehen würden, wenn nicht länger. Das ist eben etwas, was man sich vielleicht seitens der Notenbank nicht so wirklich so vorgestellt hat. Und dann wird vielleicht auch ein bisschen getrickst, kann man sagen, durch die Fed. Und zwar, wenn man sich mal die Berechnungen der National Association of Realtors anschaut, also die praktisch Profis sind im Immobiliengeschäft, die sagen, die existing home prices sind mit 24% gestiegen. Und hier die Mieten im Jahr 2021 sind 9,2% gestiegen. Das wäre der höchste Anstieg ever. Aber jetzt gibt es ja die Berechnung der Verbraucherpreise, CPI, vom Bureau of Labor Statistics, BLS. Und da sehen wir, da sind die Mieten nur um 2,2% gestiegen. Wie geht das denn zusammen? Vielleicht hat man da andere Leute befragt in Sachen Mieten, gell? Also diejenigen, die vielleicht obdachlos sind, hat man gefragt, ja, was zahlst du in Miete? Unverändert, gell? Und dann hat man sich gesagt, super, gell, das nehmen wir gleich in die Statistik mit auf. Und das ist wichtig, weil diese Shelter, also diese Mieten, das macht ein Drittel alleine der Verbraucherpreise aus, und das ist schon sehr, sehr merkwürdig, was da berechnet wird. Also hier so ein leichter Zweifel, dass da vielleicht etwas nicht ganz koscher ist, denn man kann durchaus davon ausgehen, dass diese Association of Realtors hier die Wahrheit sagt, warum sollen sie ihre eigenen Daten fälschen. Und jetzt kommen wir nochmal zum Arbeitsmarkt. Wir haben heute die Challenger Job Cuts gesehen, also die Entlassungen. Und wir sehen, das ist deeply negative, minus 88% im Juni. Also wir sehen, da wird praktisch nicht entlassen, weil die Unternehmen es sich nicht leisten können, die Leute zu entlassen. Und diejenigen, die die Daten erheben, sagen, das haben wir noch nicht gesehen, so wenige Jobcuts, also so wenige Entlassungen seit der Dotcom-Krise oder seit der Krise im Gefolge des Platzens der Dotcom-Blase. Und heute beim ISM-Index hat einer zum Beispiel gesagt, einer der befragten Firmen, wir sehen, dass wir total überverkauft sind, wir haben also keine Lagerhaltung mehr, wir sind kaum in der Lage, einigermaßen zu produzieren, lack of labor is killing us, also die fehlenden Arbeitskräfte, vor allem qualifizierte Arbeitskräfte, das killt uns, dadurch können wir die Nachfrage nicht wirklich bedienen. Das sind so
alles Puzzleteile. Das ist natürlich jetzt kein objektives Bild, das man hier zeichnen kann. Das ist wahrscheinlich unmöglich. Aber es sind eben Puzzleteile, die ein größeres Bild entwerfen. Hier mal eine Statistik, die zeigt, oder eine Umfrage, die zeigt, ja, wo habt ihr denn eigentlich euer Shoreditch, die US-Unternehmen? Wo drückt euch der Schuh? In welchen Bereichen, in welchen Branchen ist der Arbeitskräftemangel besonders groß? Und dann haben wir Hotels, Restaurants und Leisure, also alles, was mit Gastgewerbe zu tun hat, Lodging, Machinery, Building Products, aber das ist im Grunde durch die Bank. Der größte Teil ist Other mit 36%, also andere. Das scheint also wirklich sehr, sehr weit verbreitet zu sein. Ist ein Phänomen, das überall der Fall ist und sich breit streut. Und wer ist jetzt verantwortlich für diesen inflationären Druck? Möglicherweise für ein stagflationäres Szenario wie in den 1970er Jahren, also ein Szenario, wo wir einen Angebotsschock haben in der Regel. Das war in den 1970er Jahren in der Ölkrise so. Die OPEC hat damals weniger Öl geliefert oder gesagt, wir liefern weniger Öl, daraufhin die Ölpreise nach oben, daraufhin die Firmen versucht, ihre Kosten zu drücken. Die Kosten sind vor allem bei den Arbeitnehmern, das ist das Teuerste, also hat man die Leute entlassen. Diejenigen, die ihre Jobs behalten haben, haben gesagt, oh, wir wollen aber höhere Löhne, sonst können wir uns die gestiegenen Kosten nicht mehr leisten. Daraufhin wurden höhere Löhne bezahlt. Und so war eben ein Szenario fertig, dass dann die Wirtschaft stagnierte, aber die Inflation trotzdem nach oben ging. Und wer ist verantwortlich hier? So hat es ein Artikel im Project Syndicate gezeigt oder behauptet es zumindest. Das ist die Fed, auch wenn sie sagt, nein, wir haben damit nichts zu tun. Aber es ist doch eines klar, die Fed hat die Märkte mit Liquidität geflutet, müsste eigentlich jetzt schon längst aussteigen aus dieser Situation, um eben den Inflationsdruck zu reduzieren. Das macht sie nicht, weil sie Angst hat, die Asset Bubble irgendwie anzustechen. Also geht alles so weit. Und je länger und weiter es geht, umso gefährlicher wird es. Let's be clear. Kommen wir noch mal kurz zu den Aktienmärkten. Heute der DAX mal wieder über der 15.700er Marke, dann sogar unter 15.500 gefallen, sich dann wieder erholt. Die US-Indizes, naja, mehr oder weniger unverändert. Wir sehen heute wieder den Bereich Value etwas gesucht. Nasdaq in Relation zu Dow Jones etwa und S&P etwas schwächer. Also es ist dieses tägliche Rotieren, was wir da sehen. Und hier haben wir mal eine Grafik, die zeigt, dass die Aktien mit hohen Optionsvolumina diejenigen sind, die deutlich besser performen als der Gesamtindex. Etwa eine Aktie wie Tesla, da passieren wunderbare Dinge, da werden Calls gekauft ohne Ende intraday, dann müssen die Market Maker sich absichern, müssen dann die Aktie physisch kaufen, dann werden diese Calls meistens aber über Nacht wieder oder vor Schließung der Börse wieder verkauft, dann ist man nicht meldepflichtig. Wenn man das als institutioneller Investor hat, da vermutet mancher eine Kursmanipulation. Wäre jetzt nicht ganz untypisch für das Kursverhalten von Tesla, wenn man sich das mal genauer anschaut. Also auf jeden Fall sehen wir, dass Optionen hier nach wie vor ein maßgeblicher Treiber sind. Bei diesen Dingen kommen wir abschließend noch zu Bitcoin, das nach wie vor nicht so richtig aus dem Quark kommt. Hier will El Salvador eine Bitcoin-Anleihe herausgeben. Interessanter Gedanke. Jetzt schreibt der Blocktrainer, der Roman. Die USA sind natürlich nicht begeistert und haben das Land in einem persönlichen Gespräch gewarnt. Ja, da sieht man, das wird vielleicht noch eine ganz heiße Kiste für El Salvador, denn die Amis sind nicht sehr begeistert über diesen Alleingang. Das ist durchaus ein Punkt, der noch sehr, sehr relevant werden kann, nämlich der Umgang der USA mit El Salvador und damit mit der Frage Legalisierung von Bitcoin als offizielles Zahlungssystem. Das wird noch interessant. Und interessant wird hoffentlich auch das, nämlich der Finanztalk Boom and Bust mit dem wunderbaren Roland Ulrich, den Sie hier sehen, links von mir. Dieser viel jüngere, besser aussehende Mensch, mit dem werde ich am nächsten Donnerstag eine Serie starten, 18.30 Uhr, wie gesagt, Boom und Bust, live. Da haben wir jemanden in der Regie, der sitzt in Frankfurt und wir hoffen, dass das alles funktioniert. Das wird interessant und das erste Thema ist Inflation. Was ist da passiert in der Vergangenheit? Zum Beispiel die Hyperinflation in Deutschland, dann die Ölkrise. Wie ist jetzt die Situation transitory, nicht transitory? Darüber werden wir uns austauschen, werden diskutieren, versuchen, möglichst spritzig und unterhaltsam zu sein, sodass sich das lohnt. Wir haben bei Finanzmarktwelt, wie auch auf unserem YouTube-Kanal, bei Finanzmarktwelt einen Imagefilm, schauen Sie sich den mal an, da hat einer kommentiert auf YouTube, fand ich sehr witzig, oh, Fugi hat ja sogar Beine, ja, ich habe Beine, also ich mache diese Videos nicht im Sitzen, meine Damen und Herren, auch wenn das viele wahrscheinlich gedacht haben. Also ich wünsche jetzt einen wunderbaren
Feierabend und verweise nochmal auf Boom und Bust. Nächsten Donnerstag geht's los. Ich freue mich schon. Ich hoffe, das wird eine gute Geschichte. Servus und ciao.